man einen Finger auf eine Taste setzt, schlägt man sofort einen sauberen Ton an. Das ist weit angenehmer als etwa bei der Geige, auf der zuerst nur eine wüste Katzenmusik zu hören ist. Oder bei einer Trompete. Wer die an die Lippen setzt, bekommt meist überhaupt keinen Ton raus, sondern nur ein wildes Fauchen. Erst mit der Zeit schafft ein Trompeter die strahlenden, schmetternden und jubelnden Töne.
Töne.